Und das ist ein Punkt, das in der frühen Apologetik gerne vorkommt, dass man den Christen vorwirft, ihr habt 4 Evangelien, die widersprechen sich an ganz vielen Punkten. Berühmt sind die letzten Worte von Jesus am Kreuz, aber auch die 12 Namen der Apostel, die immer wieder mal ein bisschen anders ausschauen. Und Celsus bemerkt das und sagt, ja, deswegen sind diese Geschichten falsch. Mhm. Und heute würde man das genau umgekehrt drehen. Einfach der Fakt, dass wir 4 Evangelien haben, die sich an manchen Punkten widersprechen, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass die tatsächlich von Leuten geschrieben worden sind, die etwas erlebt haben, mhm, und nicht eine Geschichte, die man dann, wo man dann Texte dazu konstruiert hat. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Kanal Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Heute mit mir hier im Studio haben wir Niklas Walder aus dem Podcast-Team und unser Gast heute ist Gregor Emenecker aus der Universität Freiburg in der Schweiz. Du bist Professor für Patristik und alte Kirchengeschichte. Ja, genau. Ist das richtig? Ja. Und heute... Also mittlerweile befinden wir uns ja in der neuen Serie zu Apologetik, Fragen des christlichen Glaubens. Wir haben in der letzten Folge haben wir schon gesehen, Apologetik, das ist so etwas wie die vernünftige Verteidigung des christlichen Glaubens. Man könnte auch sagen, die vernünftige Darstellung oder Darlegung nach außen des christlichen Glaubens. Sie soll dazu beitragen, dass intellektuelle Blockaden immer wie weniger werden oder auch gelöst werden in der Auseinandersetzung mit dem Christentum. Und heute sprechen wir über Apologetik in der frühen Kirche. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass du hier bist. Vielleicht eine erste Frage. Also es gab Apologetik schon sehr früh, eigentlich schon im Neuen Testament sehen wir Orte, wo es Auseinandersetzungen gibt oder wo auf Anfragen geantwortet wird. Wie muss man sich die Situation der frühen Kirche ein bisschen darstellen? Also was sind da die Anfragen, aber auch ganz grundsätzlich, was ist das Milieu, in dem sich diese Kirche befindet? Zuerst mal ganz generell, Apologetik ist eigentlich ein Begriff aus der Juristerei, meint den Pflicht- oder den Verteidiger, jemand, der etwas verteidigt. Und das hängt damit zusammen, dass Anfang des 2. Jahrhunderts die Rechtsprechung dahin ging, oder die kirchlichen Gesetze dahin gingen, dass man gegen Vereine vorgehen wollte. Das ist etwas, das man schon im 1. Jahrhundert beobachtet. Das Römische Reich ist, jetzt kommt ein anachronistischer Begriff, das Römische Reich ist totalitär. Man versucht, die Leute zu vereinzeln. Man möchte nicht, dass die sich nicht staatlich kontrolliert treffen. Das heißt, alles, was gemacht wird, soll staatlich organisiert sein oder es soll nicht stattfinden. Und so gibt es eine ganze Reihe von römischen Kaisern, auch Trajan beispielsweise, die gehen massiv gegen Vereine vor. Vereine sind im Römischen Reich eine sehr beliebte Angelegenheit, etwa wie bei uns, da gibt es alle möglichen Vereine. Die Schiffer haben einen Verein und die Kaninchenzüchter haben einen Verein und die Angler haben einen Verein. Und auch die Feuerwehr ist im Römischen Reich Miliz organisiert. Und dann nach der Feuerwehrübung geht man halt noch einen heben. Und das Römische Reich, die Regierung mag das überhaupt nicht. Es gibt wiederholt, dass man gegen Vereine vorgeht. Trajan hat zum Beispiel auch die Feuerwehr verboten, weil das zu gefährlich ist. Man will das nicht. Man kann Spritzen kaufen, aber keine Feuerwehr. Und ein Beamter, ein Präfekt von Nikomedien, Plinius heißt er, den kennt man auch noch, weil der auch beim großen Vulkanausbruch in Pompeji mit dabei war und das beschrieben hat. Der kommt dann nach Nikomedien, ist dort verantwortlich als Präfekt. Und der Kaiser geht nach wie vor streng gegen Vereine vor und der stolpert dann Plinius quasi aus Zufall über die Christen, weil die sich halt auch wie ein Verein organisieren. Mhm. Und das führt dann dazu, dass er an den Kaiser schreibt, an Trajan, lieber Trajan, was mache ich? Ich habe da Christen, das ist ein komischer Verein, die glauben da irgendetwas, die treffen sich regelmäßig. Und der Kaiser erlässt dann ein Gesetz. Das Gesetz sieht vor, dass Mitgliedschaft in diesem Verein strafbar ist. Da steht die Todesstrafe drauf. Das ist auch so, dass die damit
zusammenhängenden Verbrechen nicht berücksichtigt werden müssen. Also allein schon, wer sich als Christin bezeichnet, das ist todeswürdig. Und dass aber dieses Christsein nicht ein Offizialdelikt ist. Heißt, wie ein Taschendiebstahl muss ich zur Polizei, zur Wache gehen und sagen, der hat mich beklaut, dann kommt der ganze Apparat in Bewegung. Das heißt, auch bei Christen ist es so, dass man nicht von Rechts wegen gegen Christen vorgeht, von Staats wegen, sondern einfach nur, wenn es ein Antrag ist. Und die Aufgabe der ersten Apologeten war ganz einfach zu zeigen, das ist völlig absurd, diese Rechtsprechung. Man kann nicht Todesstrafe auf ein Vergehen setzen, das nur ein Antragsdelikt ist. Also entweder ist ein Vergehen so schlimm, dass die Todesstrafe drauf steht, und dann muss aber von Rechts wegen der Staat immer gegen die vorgehen, also Hochverrat oder Mord oder irgend so etwas. Oder das Vergehen ist nicht schlimm, es ist nur ein Taschendiebstahl, es ist nur ein Antragsdelikt, dann kann aber nicht die Todesstrafe draufstehen. Und das ist so die erste Aufgabe, die dann christliche Apologeten wahrnehmen. Man versucht aufzuzeigen, dass diese Rechtsprechung völlig absurd ist. Und damit kommt natürlich dann auch zusammen, dass man auch die anderen Anklagen gegen Christen aufnimmt, was man halt so in dieser Zeit den Christen vorwirft, sie seien Kannibalen, denn sie Fleisch essen ja das Fleisch und das Blut ihres Erlösers, sie würden Orgien feiern, denn sie nennen sich alle Brüder und Schwestern. All diese Vorwürfe werden dann abgearbeitet und man versucht zu erklären, warum die falsch sind. Und ein sehr spannender Vorwurf, oder was mich immer fasziniert, ist ja auch der Vorwurf des Atheismus. Ja, genau. Es wurde ja häufig vorgeworfen, dass sie Atheisten seien und dass das so nicht geht. Ja, genau. Das Römische Reich, die Religion, ist immer eine Religion, die ganz eng mit dem Staatsapparat verbunden ist. Und dieser Vorwurf des Atheismus bezeichnet eigentlich den Vorwurf, man verehrt die von Staats wegen angebotenen Gottheiten nicht, sondern eben verehrt dann irgendeinen anderen Gott. Und man geht davon aus, dass alles verehrt, was verehrt wird, in eine Gesamtschau dann zusammengenommen wird und darum eben der Vorwurf, die Christen verehren die Götter nicht. Ja. Du hast jetzt schon einiges genannt, also was auf ihre Anklagen kommen, Kannibalismus oder eben Atheismus und Sonstiges. Was sind so die bekanntesten, von wem kommen die? Die Anklagen kommen, die auch, also du hast schon gesagt, Plinius, der fragt, wie soll man damit umgehen, also ein Staatsmann. Aber es gibt ja dann auch philosophische Anfragen, also wo der Apologetikbegriff dann nicht so sehr im Gerichtlichen verwendet wird, sondern dann erweitert wird auf die philosophische Verteidigungsrede. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, diese Apologeten schreiben zwar immer in einer Fiktion nach außen, also man schreibt an den Kaiser, um klarzustellen, was Christen sind und was sie, warum diese Anklagen nicht korrekt sind. Und die haben oft auch diesen juristischen Anspruch. Faktisch ist aber so, dass die Leserschaft dieser Texte eigentlich Christen sind oder zumindest solche, die vom Christentum fasziniert sind. Also die Schrift tut dann so, als ob sie an den Kaiser adressiert ist, wird aber wahrscheinlich nie vom Kaiser gelesen werden, auch nicht von den Statthaltern, sondern es sind dann wieder Christen, die eigentlich eine Bestätigung wollen oder eine Erklärung wollen, warum sind diese Anklagen falsch, warum ist es gut und richtig, christlich zu sein. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Ja. Das sind Werbeschriften nach außen natürlich, aber es sind immer auch Bestätigungsschriften nach innen. Und du hast gesagt, das setzt im zweiten Jahrhundert unter dem Namen, Titel Apologetik so langsam ein. Was sind so die wichtigsten Vertreter, die man da kennen muss? Also das bekannteste Werk ist von Tertullian, ein Autor, den ich sowieso sehr, sehr schätze. Der lebt Ende 2., Anfang 3. Jahrhundert in Karthago und er hat ein Buch geschrieben. Apologeticum heißt das. Justinus Martyr beispielsweise ist ein Apologet. Es gibt aber eine ganze Reihe von weiteren großen Apologeten. Auch andere Autoren, Origenes beispielsweise, befasst sich mit diesen Anklagepunkten. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Bei diesen Apologeten gibt es diejenigen, die gegen diese
recht dummen Anklagen schreiben, eben die Christen sind Kannibalen und sie feiern Orgien und all sowas. Auf der einen Seite, aber dann gibt es eben auch Leute, die mit ziemlich scharfem Blick das Christentum kritisieren. Mhm. Celsus ist da ein ganz bekanntes Beispiel, gegen den dann auch Origenes schreibt. Und das sind Leute, die eine gute philosophische Bildung haben. Es sind Leute, die Anfang des 3. Jahrhunderts in eine Buchhandlung gehen können in Alexandrien und sich dann christliche Schriften kaufen, die durchlesen und dann einfach angewidert sind, was da die Christen glauben, denken, die auch mit Christen zu tun haben. Und man merkt auch, wenn man das liest, das sind Leute, die eine Ahnung haben, die haben mit Christen Kontakt gehabt und haben auch Dinge kennengelernt, wo man sagen muss, ja, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, was sie sehen. Natürlich mit boshafter Schärfe wird das dann hervorgehoben. Und das sind dann auch Anklagen, die nicht so einfach vom Tisch gewischt werden können. Darf ich etwas vorlesen im O-Ton? Es ist ein bisschen später, es ist nicht zweit, ich glaube, es wird diskutiert, ist aus Apokritikos, aus diesem Werk. Aber das wäre jetzt quasi eine, ist unklar, ob da ein echter Kritiker oder ein fiktiver Kritiker hinter dieser Kritik steht, aber ich lese mal etwas vor, vielleicht kannst du dann darauf reagieren. Es geht darum, dass die Fleischwerdung des Logos etwas Dummes ist, quasi, das sagt er. Und er sagt, wenn aber irgendein Grieche je so einfältig war, dass er meinte, die Götter wohnten in den Götterbildern, dann hatte er immer noch eine viel reinere Erkenntnis als derjenige, der glaubt, dass das Göttliche in den Bauch der Jungfrau Maria hineingegangen, zum Embryo geworden und geboren worden sei. Danach sei es eingewindelt worden, beschmutzt vom Fruchtblasenblut, von Galle und noch viel anstößigeren Dingen. Mhm. Das ist jetzt quasi genau diese, eine Form dieser Kritik. Jein, das ist eine Kritik, also gerade dieser Punkt ist etwas, das Platoniker betrifft, einfache Nicht-Christen, aber wenige betrifft. Der Platonismus in dieser Zeit ist furchtbar elitär, ist furchtbar vergeistigt und dass da Christen irgendwie bei Gott mitgemeint sein könnten oder eine Rolle spielen könnten, ist für die komplett absurd. Für sie ist selbstverständlich klar, dass die Weisheit und die Wahrheit sich primär an Philosophen, an hochgebildete Leute wie sie richtet und einfacher Pöbel hat da keinen Zugriff. Ja, ja. Und dass da irgendein nicht richtig griechisch sprechender Pöbel irgendwie eine Rolle spielen könnte, ist für die komplett absurd. Und das ist natürlich ein Punkt, wo die Christen auch enorm punkten können, weil sie sich an ein einfaches Publikum richten, weil sie sagen, auch du bist wert, du bist wichtig, du bist von Gott geliebt und die Philosophen sind Philosophen. Also man merkt diese Spannung zwischen einem elitären Platonismus, dann vor allem auch im 4. Jahrhundert, ganz, ganz stark in diesen Zeilen. Und das ist auch dann im 4., 5. Jahrhundert, wenn das Christentum sich dann auch anfängt, Richtung gebildetere Kreise zu wenden, das ist für die dann ein großes Problem. Ja. Weil die halt gerne neuplatonisch sind, weil das ist für die Gebildeten und nicht für den Pöbel. Und man stellt dann die griechischen Mythen den christlichen Fabeln gegenüber und sagt, gegen einen Herkules, gegen all die wunderschönen Mythen der Griechen, erzählt das Neue Testament eine furchtbar alltägliche, eine furchtbar langweilige Geschichte. Ja, ja, ja. Und das stimmt natürlich. Das Neue Testament, in den großen Mythen, da kommt Essen und Trinken und Schlafen und nicht vor. Da kommen keine einfachen Leute vor. Ja. Und natürlich ist das Neue Testament voll. Und da geht es um Dinge des alltäglichen Lebens. Also das ganz typische ist beispielsweise, bei Vergil kommt das Wort Getreide, Brot nie vor. Mhm. Dann kommt immer die Früchte der Ceres und nie und na und wunderbar. Und im Neuen Testament, das ist bodenständig, also bodenständig im Positiv. Ja, ja, ja. Aber natürlich meint es negativ. Das ist so viel zu alltäglich, viel zu banal, viel zu langweilig. Und auch dieser Christus ist kein Herkules, der zwei Köpfe größer ist als alle anderen. Kein Superman, der da alles kurz und klein schlagt, wie eben die großen Helden der griechischen Mythen, sondern ein alltäglicher, kränklicher Schreiner, der da umherzieht und seine Geschichten erzählt und dann am Kreuz endet. Sich selbst kann er nicht helfen. Wie soll er dann anderen helfen? Das ist so ein Punkt. Der sogar noch sagt, man soll den Tod nicht fürchten und dann in Gethsemane selber Angst hat. Und also das wirklich aus paganer Sicht eine
schwächliche Kreatur ist quasi. Ja, genau, und dann die Auferstehung, ein paar wahnsinnige Frauen haben das gesehen und ein paar andere Typen, die auch nicht viel glaubwürdiger sind, die kann man das glauben. Ja, genau. Aber eben heute wäre natürlich, dass sich die Texte widersprechen, nicht unbedingt Indiz dafür, dass sie nicht wahr sein können. Und gerade dieser Vorwurf, wie er hier formuliert ist, also es geht um diese vier Worte von Jesus am Kreuz und der Kritiker sagt dann, aus dieser ungenießbaren und ungereimten Geschichte, als ob nicht einer, sondern viele gelitten hätte, soll man nun einen Sinn entnehmen, denn wenn der eine sagt, in deine Hände werde ich meinen Geist geben, der andere aber, es ist vollbracht, der dritte jedoch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der vierte schließlich, oh mein Gott, Gott, warum schmähst du mich? Ist es deutlich, dass diese Fabelei widersprüchlich ist? Von vielen Gekreuzigten spricht oder von einem, der nach dem Tod verlangte und den Anwesenden kein klares Bild seines Leidens vermitteln konnte. Wenn diese aber nicht vermochten, die Weise seines Todes wahrheitsgemäß zu beschreiben, dann haben sie in jeder Hinsicht bloß Fabeln vorgesungen und auch über den Rest der Geschichte ist nichts Zuverlässiges gesagt. Das ist auch lustig, weil es auch ein bisschen klingt wie die heutigen neuen Atheisten. Die würden manchmal auch ungefähr so argumentieren, aber was würdest du sagen? Was natürlich spannend ist bei diesen Argumenten, dass die manchmal auf Fragen antworten, die wir heute als falsch anschauen. Also, typisch in der Antike ist ein Text, der sich oder eine Geschichte, wo es mehrere Texte gibt, die sich widersprechen, dann sind die Texte falsch. Und heute ist es genau umgekehrt, wenn ich fünf Leute habe, die einen Autounfall gesehen haben und alle fünf erzählen denselben Unfall, aber mit anderen Details, ist es eine Bestätigung, dass das wohl so war, dass es einen Autounfall gegeben hat. Wenn alle fünf genau dasselbe erzählen würden, dann haben sie das auswendig gelernt und dann muss es falsch sein. Mhm. Und das ist ein Punkt, das in der frühen Apologetik gerne vorkommt, dass man den Christen vorwirft, ihr habt vier Evangelien, die widersprechen sich an ganz vielen Punkten. Berühmt sind die letzten Worte von Jesus am Kreuz, aber auch die 12 Namen der Apostel, die immer wieder mal ein bisschen anders ausschauen, die Leute, wie viele Leute waren an der Brotvermehrung dabei, all diese Dinge, wo ich Differenzen habe, auch bei der Chronologie zum Beispiel, bei der Passion, wo es Widersprüche gibt. Und Celsus bemerkt das und sagt, ja, deswegen sind diese Geschichten falsch. Mhm. Und heute würde man das genau umgekehrt drehen. Einfach der Fakt, dass wir vier Evangelien haben, die sich an manchen Punkten widersprechen, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass die tatsächlich von Leuten geschrieben worden sind, die etwas erlebt haben und nicht eine Geschichte, die man dann, wo man dann Texte dazu konstruiert hat. Ja. Einfach weil sie sich widersprechen. Und auch, dass sie sich an zentralen Punkten widersprechen, ist einem zeigt, dass man da wohl nie groß, also natürlich gibt es Eingriffe, aber es ist nie von einem Redaktor überarbeitet worden, weil dann sonst hätte man eben, gerade auch weil in den ersten Jahrhunderten das immer wieder zum Vorwurf gemacht wird gegen die Christen, hätte man das überarbeitet. Ja. Mhm. Ja. Und wie reagieren die Apologeten der Zeit auf diesen Vorwurf? Das ist ein schwieriger Punkt für sie, weil natürlich habe ich die vier Evangelien und natürlich widersprechen die sich. Und ich muss dann irgendwie umgehen. Und es ist dann aber immer auch typisch, dass man Evangelienharmonien macht in der Zeit. Man versucht dann zu erklären, warum das so ist. Auch die Geschlechterregister zum Beispiel, dass man sagt, ja, das eine ist halt vom Josef und das andere ist von der Maria, damit es dann irgendwie wieder aufgeht. Also es ist ein ganz, ganz großes Problem für die damalige Apologetik. Ein weiterer Punkt ist beispielsweise, das ist jetzt für die Philosophen ein Problem, die antike Philosophie geht selbstverständlich davon aus, dass die Welt ewig ist. Die hat keinen Anfang und kein Ende. Und da gibt es zum Beispiel von Johannes Philoponus ganz dicke Bücher dazu, warum die Welt eben doch einen Anfang und ein Ende haben kann. Und das ist ein Glaubenssatz oder eine Vorstellung, die bis ins 20. Jahrhundert dauert. Die Welt hat einen Anfang und ein Ende. Dann kommt die ganze Urknallgeschichte und dann kommt der Papst und sagt, ja, wir haben ja schon immer gesagt, in der Bibel steht doch. Und das ist auch ein Punkt, wo man, ein spannender Punkt, die Naturwissenschaften sind schwierige Verbündete. Weil die ändern ständig mal ihre Ansichtsweise. Ja. Und Theologie zu sehr auf naturwissenschaftliche Punkte abzusetzen, ist eine heikle Geschichte. Mhm. Auch die medizinischen Anfragen für antike Mediziner ist klar, dass Weiblichkeit eine Krankheit ist. Darum
kommen Frauen selbstverständlich kaum vor in den alten Mythen. Also da gibt es auch Diskrepanzen. Und es ist auch spannend, dass dann die christliche Autoren, Augustinus beispielsweise, gegen die Naturwissenschaft ihrer Zeit festhalten. Nein, es gibt schon Frauen im Paradies. Also Eva war schon im Paradies. Also ist Frausein keine Krankheit. Mhm. Darum können auch Frauen als Frauen auferstehen, beispielsweise. Aber das ist... für sie ganz, ganz schwierig, weil sie dann gegen die Naturwissenschaft ihre Zeit anschreiben. Und wie, also es kam ja auch eben der Vorwurf, der eher platonische Vorwurf, der Logos kann nicht Mensch werden. Was sind da so die Argumentationen, die dann vorgebracht werden? Das ist auch ein schwieriger Punkt. Da geht man, eben Celsus beispielsweise wirft das auch Origenes vor. Mhm. Und Origenes macht... geht gar nicht darauf ein. Er macht einfach eine Gegendarstellung und zeigt, dass das so ist. Punkt. Mhm. Er versucht sich da nicht in ewige Diskussionen einzulassen, weil natürlich Celsus davon ausgeht, eben das Heil ist elitär, nur für Philosophen zugänglich und nicht für Abschaum Juden und Abschaum des Abschaums die Christen. Mhm. Und Gott zeigt sich diesen Leuten nicht. Mhm. Gott ist für die Kaiser und für die Philosophen da und nicht für die Christen. Das ist diese Argumentation. Und Origenes macht einfach eine Gegendarstellung. Es ist schon auch noch spannend, dass viele Vorwürfe, die manchmal kommen, das Christentum würde eben war so brutal und würde Leute verachten und hätte Unschuldige hingerichtet. Und natürlich gibt es historische Ereignisse, die das bezeugen, und natürlich gab es das, aber dass das Christentum in seiner frühen Phase eigentlich eine Religion oder eine Lebensform war, die im Gegensatz zu den Philosophien der Zeit eben nicht elitär war, sondern für die Armen, für die Frauen, für alle ethnischen Hintergründe, das finde ich schon noch faszinierend, und darauf muss man wahrscheinlich auch immer wieder hindeuten. Also unsere heutigen Vorstellungen von Universalität und wie wichtig das alles ist, kommt bestimmt auch daher. Mhm. Ja, genau. Natürlich auch die Vorstellung, das ist etwas, was im Christentum von Anfang an angelegt ist. Man ist eine Gemeinschaft, die Minderheit ist in einer nichtchristlichen Mehrheit. Also das Reich Gottes, der Staat kann nie Reich Gottes sein. Reich Gottes ist immer anderswo. Und niemand kann für sich in Anspruch nehmen, wir sind jetzt Reich Gottes und ihr da seid das nicht. Also das ist auch etwas, was ganz tief im Christentum angelegt ist. Jesus sagt selbst, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mhm. Und das ist auch etwas, was die Philosophen, die Apologeten dann aufnehmen müssen und argumentieren müssen. Das ist immer etwas ambivalent. Also das zeigt sich zum Beispiel auch bei Justin, der dann dazu kommt, Christus ist der Logos Gottes, Logos ist die Wahrheit, alles was wahr, was gut, was schön ist, ist immer christlich. Mhm. Und darum kommt er dann auf die Idee der anonymen Christen. Sokrates ist ein anonymer Christ, weil er sagt, was wahr ist und alles was wahr ist, ist christlich. Ja. Das ist diese Kehrseite davon. Ja. Aber wenn man es positiv dreht, ist etwas, was ganz typisch christlich ist, ist diese Chräsis-Theologien, so nennt man das. Ich prüfe alles und das Gute behalte ich. Mhm. Also ich schaue mir alles an in den Wissenschaften, in der Philosophie. Ich prüfe das und das Gute behalte ich. Und verwende das weiter. Und es ist nichts einfach per se einmal schlecht, sondern ich muss es zuerst prüfen und dann übernehme ich die guten Dinge. Das ist ganz typisch christlich und das ist etwas, was man sich auch von den frühen Christen abschneiden kann. Ja, also die Apologetiker sind ja eigentlich Beispiele dafür, hochgebildete Christen, die eben genau philosophisch geschult waren. Du hast jetzt gesagt, so gegen 5. und 6. Jahrhundert kommt es eher noch in die gebildeteren Schichten. Aber das gab es ja auch schon vorher, oder? Das Christentum war ja, häufig gibt es ja gab es die Erzählung, dass das Christentum vor allem irgendwelche armen, dummen Bauern angezogen habe. Aber das, so was ich gelesen habe, scheint das nicht so exklusiv der Fall zu sein. Es war ja wahrscheinlich auch eher ein Stadtphänomen und ein Phänomen, das eben alle Klassen übergreifend irgendwie sich ausgebreitet hat? Oder würdest du sagen, tatsächlich zuerst
waren es vor allem eher Ungebildete und Arme, oder würdest du sagen, das ganze Spektrum ist schon dabei? Es ist ein ganzes Spektrum dabei. Das mit Christentum ist eine Stadtreligion, ist, glaube ich, ein Vorwurf, der vor allem den Westen des Reiches betrifft. Mhm. Im Westen ist es klar, da findet man Christen vor allem in den Städten. Ja. Aber was Kleinasien angeht, was Ägypten angeht, da ist das Christentum vor allem eine Landreligion. Ja. Das sieht man beispielsweise beim Montanismus, das sieht man an den Bewegungen in dieser Zeit. Das sieht man auch bei den Schriften des Plinius, da haben wir wirklich einfachere Schichten. Ja. Das sieht man auch bei Celsus, der wirft das auch den Christen vor, ihr seid alle ungebildete Leute. Mhm. Und da ist auch ein richtiger Punkt, das Christentum feiert seine großen Erfolge nicht in den Palästen, nicht in den Gymnasien, nicht in den Schulen, sondern meist in den Küchen und in den Handwerksbetrieben. Das sind einfache Leute. Und natürlich gibt es dann auch Ausnahmen, Leute mit einer großen Bildung. Justinus Martyr ist ein Beispiel oder eben Origenes ist ein sehr schönes Beispiel. Die haben dann auch die Aufgabe, versuchen dann auch zu zeigen, dass das Christentum sehr wohl eine valable Philosophie ist, auch wenn es nicht hundertprozentig mit dem Neuplatonismus oder dem Mittelplatonismus übereinstimmt, sondern eben auch andere Punkte dann aufweist. Eben gerade die Menschwerdung Gottes ist ein ganz schwieriger Punkt, den man dann eben auch aufnehmen muss. Aber das ist auch die Aufgabe von Origenes. Er zeigt auf, dass das Christentum zwar nicht neuplatonisch ist, aber eine gute Alternative. Und damit mit dieser Universalität eigentlich des Christentums, damit können sie natürlich die Leute anziehen. Und das Spannende, wie du gesagt hast, dass diese apologetischen Schriften häufig nicht in erster Linie nach außen funktionieren sollten, sondern eigentlich Verteidigungen des eigenen Glaubens sind, die dann die Reflexion auf den eigenen Glauben sozusagen bestärken kann und soll. Also das wäre es richtig zu sagen, dass die Apologetik eigentlich der Ursprung, vielleicht nicht der Ursprung, aber zumindest die theologische Reflexion stark befeuert hat? Auf jeden Fall. Nur wenige Religionen haben eine Theologie entwickelt. Und beim Christentum ist es so, das Christentum hat eine Theologie entwickelt und da ist hauptsächlich die Apologie Ursache dafür. Man musste nach außen, man ist in eine Minderheit in einer nicht-christlichen Mehrheitsreligion. Und das bringt automatisch mit sich, dass man für sich selbst und auch für andere erklären muss, was man glaubt. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt, der sich auch ins Heute übernehmen lässt. Auch wir sind heute nicht mehr in einer mehrheitlich christlichen Gesellschaft. Und das führt dazu, dass wir je länger, je mehr erklären müssen, nach außen wie nach innen, was wir glauben, warum wir das glauben, warum vertraue ich, auf was ich vertraue. Dazu kommen wir gleich noch. Was vielleicht noch interessant wäre, ein bisschen anzuschauen, eben du hast gesagt, Celsus schreibt einen Angriff, könnte man sagen, auf die christliche Religion. Was sind da so die Punkte? Eigentlich sind es zwei Punkte, die Celsus stark macht. Die Christen haben keinen Logos und sie haben keinen Nomos. Sie haben kein Gesetz und sie haben keinen Verstand. Also ihre Lehre ist widersprüchlich. Und spannend ist das Werk auch gegen Ende. Celsus stört sich nicht so sehr daran, dass die jetzt komisches Zeug zusammenglauben. Celsus stört sich vor allem daran, dass die Christen ein Stück weit fundamental Opposition zum Staat machen. Sie nehmen keine Ämter wahr, sie verteidigen den Staat nicht mit der Waffe in der Hand. Das sind die Punkte, die ihn stören. Wenn sie Christen wären, aber die Staatspflichten wahrnehmen würden und Krieg führen würden und halt das tut, was man als guter Römer tut, dann wäre das alles nur halb so schlimm, dann können die glauben, was sie wollen. Und das sagt auch Celsus, es gibt auch eine ganze Reihe von weiteren absurden Glaubensformen im Römischen Reich, aber die nehmen wenigstens ihre Pflichten wahr. Und das ist das, was den Christen vorwirft, ihr nehmt die Pflichten eines Staatsdieners nicht wahr. Und Origenes antwortet darauf, vielleicht liegt es auch daran, dass der Staat nicht immer verteidigungswürdig ist. Ja. Und das ist ja gerade der Punkt der alten Religion, dass der Staat als Teil der Religion Gott gewollt oder Götter gewollt ist, dass der Kaiser als Gott den Göttern untersteht. Ich habe eben ein totalitäres System, das ich als Ganzes so schlucken muss. Und das ist eigentlich das, was auch Celsus tut. Und Origenes sagt, wir achten den Staat, aber wir beten ihn nicht an.
Ich finde das unglaublich spannend, weil es dann doch eben auch, wie du schon gesagt hast, auf Ähnlichkeiten hinweist. Also Kritik heutzutage gegen das Christentum besteht ja häufig genau darin, ach, glauben kannst du, was du willst. Das ist mir eigentlich egal. Wenn es dir schöne Gefühle gibt, dann kannst du machen und glauben, was du willst. Aber sobald es sich dann auf deinen Lebensstil oder auf die Handlungen, die du dann tatsächlich vollbringst, auswirkt, dann kann es problematisch werden. Mhm. Sobald du zu stark fokussiert bist auf was du glaubst, was richtig ist und wo du auch anderen sagen würdest, deine Lebensform ist, finde ich, vielleicht problematisch. Oder eben zum Beispiel, wenn man pazifistisch ist, den Militärdienst verweigert. Eigentlich sehr ähnliche Dinge. Mhm. War zumindest noch bis vor kurzem, wäre das ja auch so was, wo dann die Kritiker sagen würden, dort fangen die Probleme an. Also ja. Dort, wo sozusagen der, jetzt polemisch gesagt, etwas gegen die Staatsideologie getan wird, dort wird es dann heikel. Mhm. Das merkt man auch bei Kommentarspalten in großen Zeitungen, wenn das Thema darauf zu sprechen kommt, du darfst glauben, was du willst, aber du darfst nicht aufgrund deines Glaubens irgendwie abstimmen. Also das darf nicht in dein Abstimmungsverhalten einfließen. Mhm. Und Kirchen haben nicht das Recht, irgendwie da eine Position zu vertreten. Schön, dass du glaubst, aber behalte es einfach für dich. So, ja, so. Schön, ganz, wenn's, genau. Ich bewundere es auch, ich kann es schätzen, aber behalte es. Soll im Privaten bleiben, irgendwie so. Ja, genau. Und es darf auch keine Auswirkungen in den politischen Raum haben. Genau. Und das ist schon spannend, weil normalerweise würde ich diese Haltung mit einem neuzeitlichen Liberalismus verbinden. Aber wie du gesagt hast, wenn Celsus eben schreibt, das Problem ist eigentlich, dass sie gegen den Staat handeln und deshalb auch die staatliche Ordnung oder die gesellschaftliche Ordnung untergraben. Das finde ich schon faszinierend und es stellt sich dann auch die Frage, inwiefern bei aller Differenz, die wir heute haben in unserem Staat und die der römische Staat hatte, ist es schon auch interessant nachzufragen, inwiefern sind Christen und christliche Gemeinschaften vielleicht nicht nur Legitimatoren der geltenden Ordnung, sondern inwiefern gibt es auch Dinge, wo durch die Lebenspraxis kritisiert wird. Ja, es lässt sich im dritten Jahrhundert sehr schön beobachten, dass es zwei Reaktionen gibt in den christlichen Gemeinden. Es gibt die einen Apologeten, Justin ist ein schönes Beispiel, die unterstreichen, wie tolle Staatsbürger die Christen sind. Die beten für den Kaiser und die tun alles, sind die besten Bürger, die der Kaiser sich wünschen kann. Und auf der anderen Seite habe ich gerade im monastischen Bereich, aber auch schon vorher gibt es Bewegungen, die auf fundamentale Optionen zum Kaiserreich gehen, die wirklich mit dem Reich nichts zu tun haben, die sich vollständig abgrenzen, die sich abkapseln. Mhm. Also wir haben beide Tendenzen. Ja. Ein bisschen wie heute. Ja, das ist ja. Und spannend, wir haben gerade ein Buch gelesen über die Apostelgeschichte von Kevin Rowe und er argumentiert, dass diese Spannung eigentlich schon in der Apostelgeschichte, also in der ganz frühen christlichen Literatur angelegt ist, dass es Teile des Christentums gibt, die konform sind mit dem Staat, den Staat stützen, aber es gibt auch etwas Subversives, das den Staat als Ganzes in Frage stellt und irgendwo in dieser Spannung bewegt sich dieses Christentum. Ja, also, das Magnifikat zu lesen, dieses Umstürzliche ganz stark zeigt, also ja wirklich auch schon im Neuen Testament beide Ebenen, dieses der Staat ist von Gott eingesetzt und auf der anderen Seite, der die Mächtigen vom Thron stürzt. Ja. Ja. Wo würdest du sagen, jetzt im Lichte dessen, was wir jetzt schon besprochen haben, was würdest du sagen, wo sind die Ähnlichkeiten der heutigen Situation mit der Situation im dritten Jahrhundert oder einfach in der frühen Kirche? Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass wir heute nicht mehr in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft leben, so wie damals. Mhm. Und so wie damals kommen auf der einen Seite sehr plumpe Anschuldigungen gegen das Christentum. Da gibt es so diese Liste von Hexenverfolgung und Kreuzzüge und Heretiker und Kindermissbrauch. Und also diese Liste, die man runterrattern kann. Und wenn man das kritisch beleuchten will, braucht es sehr viel Aufwand. Also was ist jetzt wirklich passiert bei den Kreuzzügen? Mhm. Und das ist ein Punkt. Und gegen dieses Setting muss man vorgehen. Und das führt auch dazu, dass genau wie damals
Es gibt dieses schöne Sprichwort von Karl Rahner, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder wird nicht sein. Also der Christ wird jemand sein, der etwas mit Gott erlebt hat. Und ich glaube, es kommt dazu, der Christ der Zukunft ist auch jemand, der gebildet sein muss. Weil man in einer Mehrheitsgesellschaft ist, die selbstverständlich nicht christlich ist, muss ich wissen und ich muss erklären können, warum ich glaube, was ich glaube. Mhm. Sonst wird man nicht überleben können. Und das ist ein Punkt, den man mit dem zweiten, mit dem dritten Jahrhundert gemeinsam hat. Ich glaube auch, dass die Theologie deswegen in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, als das in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten der Fall war. Einfach, weil es immer wichtiger wird, dass ich erklären kann. Und zwar, ich meine nicht eine akademische Theologie, sondern eine theologische Bildung für alle. Einfach, weil es grundlegend ist für den Glauben. Und auf der anderen Seite habe ich auch wie damals sehr kluge Leute, die sich mit dem Christentum auseinandersetzen, es kritisieren, wo es auch schwieriger wird, dass wo es auch nicht so sehr um eine Widerlegung geht, wie alle großen Lügen, steckt immer ein Körnchen Wahrheit darin. Mhm. Und bei den großen Kritikern wie Celsus, der sieht schon sehr genau, was da läuft. Mhm. Und vieles ist nicht einfach falsch. Mhm. Da kann man sehr viel lernen von und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe der Theologie der Zukunft, diese Kritik anzunehmen, einzusehen und aufzunehmen, was läuft denn wirklich bei uns schief? Mhm. Mhm. Und einfach sehr viel Weisheit im Unterscheiden zwischen diesen plumpen Anschuldigungen, die einfach nur absurd sind, ja, und der Kritik, die man wirklich berücksichtigen sollte. Mhm. Mhm. Und wo würdest du sagen, sind radikale oder zumindest wo sind Unterschiede in der Situation? Wo kann man nicht einfach sagen, na, das war damals so, ist heute vielleicht wieder so. Was macht die Situation für die Apologetik heute anders? Ja, ein großer Punkt ist natürlich, dass ab dem 2. Jahrhundert die Gesellschaft in eine platonische Zeit eintritt, wo das Weltsystem ein platonisches System ist. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ja. Und das macht es für die Apologeten damals einfach anzuknüpfen. Also das grundsätzliche Weltsicht, die die Leute damals haben, ist eine Weltsicht, die schon dem Christentum sehr nahe kommt. Und da gibt es natürlich Differenzen. Für einen Platoniker ist undenkbar, dass Gott Mensch werden könnte. Aber dass es einen Gott gibt, muss man Leuten im 3. Jahrhundert nicht erklären. Das ist selbstverständlich so. Und nicht an Gott zu glauben, ist völlig absurd. Darum auch dieser Atheismusvorwurf dreht sich nicht um die Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist für Leute im 3. Jahrhundert schlicht nicht eine Option. Das kann man nicht denken. Aber die Götter nicht zu verehren, das ist sehr wohl ein Problem. Ja. Und das macht es für uns heute schwieriger, weil wir immer mehr in einer Weltsicht stecken, in der Gott zu denken sehr schwierig wird. Mhm. Also das ist heute, wenn ich noch eine normale Schule gegangen bin, sehr viel einfacher, atheistisch zu sein, weil die normale Schulbildung, da gibt es keinen Raum für Gott. Mhm. Und welche Lehren können wir daraus ziehen? Also wir sind ja eher in einer postchristlichen Gesellschaft. Es gibt noch so in Werten oder Ideen noch so ein christliches Substrat, das irgendwie säkularisiert in der Gesellschaft rumgeistert. Was ist quasi jetzt der Weg für die Apologetik, in dieser Zeit sprachfähig zu werden, quasi unter diesen umgekehrten Vorzeichen von Gott und ja, ich glaube, wir leben nach wie vor in einer Gesellschaft, die von Voraussetzungen lebt, die in einer christlichen Gesellschaft wurzelt. Mhm. Und wie eine Gesellschaft dann aussehen wird, die sich da anbahnt, die alle Beziehungen zu einer ehemals christlichen Gesellschaft gekappt hat, das werden wir dann in 100, 200 Jahren sehen, was das für Auswirkungen hat. Das ist schwierig. Mhm. Das vorherzusehen. Aber ich glaube, die Aufgabe, die die Apologeten im 2., im 3. Jahrhundert wahrgenommen haben, auf der einen Seite die Anschuldigungen gegen die Christen auszuräumen, auf der anderen Seite aber auch Kritik anzunehmen, das ist eine Aufgabe, die wir annehmen sollten, wo man verstärken sollte, wo man auch lernen kann, was gut ist und was nicht. Also es gibt
Ich mache nur ein simples Beispiel. Es gibt Autoren, die auf eine sehr simple Weise Apologetik betreiben, die dann auch unglaubwürdig wird, wo man von Skandalen und großen Worten spricht. Und es gibt auf der anderen Seite eine gebildete Apologetik, die sehr feinfühlig mit dieser Kritik umgeht, aber dann meist so dicke Ziegel schreibt, dass sie nicht mehr kommunizierbar ist, zumindest nicht für die einfachen Gläubigen. Ja. Und da einen klugen Mittelweg zu finden, auf der einen Seite eine gute Bildung für Christinnen und Christen und auch eine gute nach außen wirken. Was glauben wir? Warum glauben wir das? Warum ist es nicht absurd? Das finde ich wird in Zukunft enorm wichtig. Ja. Wir haben uns auch ein bisschen überlegt, eben, was ist eigentlich das Ziel eines solchen Podcasts? Was ist das Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Oder was ist auch das Ziel von Apologetik heutzutage? Und wie du gesagt hast, ist ein Problem, da haben wir schon darüber gesprochen, ist irgendwo zwischen Simplifizierung der Sachlage und einer so komplexen Darlegung, dass eben niemand mehr versteht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du sagen, es gibt zwei Hauptaufgaben. Einerseits wäre es die Anfragen, die kommen, die vielleicht aus Unwissenheit auch kommen, also sei es die Christen haben immer nur zu, also Christentum hat zu Tod und Zerstörung geführt und zu nichts anderem und waren der Wissenschaft immer im Weg. Sowas, das zu dekonstruieren einerseits, damit eben intellektuelle Blockaden gelöst werden und Leute sich wieder ernsthaft mit dem Christentum auseinandersetzen können. Und auf der anderen Seite die Kritik annehmen und da noch einmal zu reflektieren. Und ich würde noch hinzufügen, eben, oder das hast du auch schon gesagt, eine positive Darlegung des eigenen, die da natürlich schon mit drin ist, aber wo man vielleicht nicht Gottes Beweise, aber Gottes Hinweise aufzeigt oder auch Hinweise, wieso das Christentum in der Form, wie wir daran glauben oder Christen sind, wieso das nicht einfach sinnlos ist oder dumm ist. Vielleicht eine Frage dazu. Du hast eben davon gesprochen, dass wir Kritik auch annehmen müssen und uns damit auseinandersetzen. Wo siehst du da im Moment den größten Bedarf? Was sind Aspekte, die von außen an uns herangetragen werden, wo du sagen würdest, da ist etwas Wichtiges, da wird etwas Wichtiges gesehen und da müssen wir noch einmal über die Bücher? Das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich ganz unterschiedliche christliche Gemeinschaften gibt. Wenn ich meine eigene Kirche, die katholische Kirche, anschaue, da ist der Umgang mit Missbrauch, geistlichem wie körperlichem, ist ein wichtiger Punkt. Und da liegt vieles im Argen. Nach wie vor ist da vieles nicht aufgearbeitet. Der Umgang mit Sexualität stimmt nicht, der Umgang mit Macht stimmt nicht. Da gibt es ganz viele Strukturen, die aufgearbeitet werden müssen. Das sieht bei evangelikalen Gemeinschaften wieder anders auf. Die haben auch Probleme im Umgang mit Macht und mit Strukturen, die aber eben, dann geht es um geistlichen Missbrauch, es gibt um Fragen, wie organisieren wir uns, es geht um Fragen mit Geld. Das sind so Punkte, die man erwähnen könnte. Und natürlich eben weg von einem plumpen Kritik. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass man sich bei den frühen Apologeten abschauen kann. Celsus beginnt sein berühmtes Buch, Origenes beginnt sein berühmtes Buch gegen Celsus mit dem Hinweis, dass Jesus geschwiegen hat, als er angeklagt wurde von Pontius Pilatus. Es gibt eine christenfeindliche Kritik, auf die man nicht Antworten braucht, weil es auch keinen Sinn macht. Die Leute, die das Christentum kreuzigen wollen, die werden das tun. Und mit denen macht es auch keinen Sinn zu reden. Wichtig ist, und das was macht er dann auch, er macht eigentlich quasi eine Gegendarstellung. Er geht auf die Kritik von Celsus nicht direkt ein, weil er sich sonst in endlosen philosophischen Debatten verheddern würde. Er schreibt eigentlich von Anfang an für Christen und für solche, die am Christentum interessiert sind, also für Leute, gibt es so diesen Terminus Menschen guten Willens, Leute, die ein ehrliches Interesse an der Wahrheit haben und nicht einfach Dinge in die Pfanne hauen wollen. Ja. Und für die sollte man schreiben. Ja. Das finde ich sehr interessant und das resoniert irgendwie auch mit der Apologetik, wie man sie heute vielleicht wieder mehr entdecken müsste. Also es gibt in den letzten 20 Jahren vielleicht, gibt es auch immer wieder Versuche, wegzukommen von rein rationalistischen Argumentationsweisen und hinzugehen zu so etwas wie einer imaginativen Apologetik. Also dem Versuch,
eine Gegendarstellung zu bieten, die attraktiv wirkt. Also nicht einfach das Spielfeld sofort dem Angreifer zu überlassen und zu sagen, okay, ich komme jetzt auf dein Spielfeld und argumentiere innerhalb deines Referenzrahmens, sondern ich schlage einen ganz anderen Referenzrahmen vor. Und zumindest ich habe das Gefühl, dass das für die Zukunft eine Form der Apologetik sein könnte, die vielleicht fruchtbarer ist, obwohl es rationale Argumente selbstverständlich immer brauchen wird und die nötig sind, aber doch so etwas, was man auch von C.S. Lewis zum Beispiel lernen kann, der das sehr konkret umgesetzt hat, also eine Form der imaginativen oder vielleicht auch narrativen Apologetik. Ja, genau, das würde ich voll und ganz unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Es hat uns sehr gefreut, vielen Dank. Es ist unheimlich spannend, auch eben zu sehen, wie die frühe Kirche teilweise wirklich auch ähnliche Herausforderungen hatte wie wir heute. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und für alle, die jetzt zugeschaut oder zugehört haben, was denkt ihr zum ganzen Thema Apologetik? Wo geht's hin? Was ist die Zukunft der Apologetik? Schreibt es uns doch in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.